erste Nacht in Costa Rica nach einem 16- bis 18-stündigen Flug, der sehr angenehm war. Die Stadt erwacht langsam und wir haben auch schon unser erstes Abenteuer hinter uns. Heute Nacht zwischen ca. 22 Uhr und 1 Uhr wackelte plötzlich das Bett für ca. 20 Sekunden. Keine Witze jetzt. Das war unser erstes Erdbeben, was wir hier erlebt haben. Hier soll es regelmäßig Beben gehen. Allerdings hat es wirklich niemanden interessiert. Es war auch nicht doll. Und es ist ja allgemein bekannt, dass die Betten in Costa Rica erdbebensicher sind. In dem Sinne verabschiede ich mich hier von einer kleinen Straßenkreuzung in San José und freue mich jetzt auf den Tag, der heute kommt.